Hi, ihr Käfersammlerinnen und Käfersammler, willkommen zurück zu Grounded. Ich habe jetzt unter größter Lebensgefahr ganz viele Sachen gesammelt. Also nochmal Ameiseneier, habe dadurch jetzt 8 Bomben hier gemacht. Und ich habe auch mal vor, so ein paar Leitern hinzustellen hier und. Denöse. Und ja, auch noch ein paar Sachen jetzt so wie Trampoline aufzubauen. Kann ja nur von Vorteil sein. Ich halte mich mal ganz kurz. So, bin nämlich ein bisschen angeschlagen von den Ameisen. Die habe ich gut bearbeitet, aber ich habe keine getötet, weil... Muss ja nicht. Ich habe schon ihre Kinder geklaut. So. Jetzt gehen wir erstmal dahin, wo die ganzen kleinen, fiesen Wanzen waren. Also die Milben. Denn da unten ist noch was. Da war auch der eine Bombardierkäfer. Ihr erinnert euch bestimmt. Da kann man nämlich jetzt mit der Bombe wahrscheinlich was aufsprengen hier. Kommt mal her, ihr Mistviecher, ich mach euch alle fertig. So, da unten nämlich ist es. Das können wir jetzt aufsprengen mit einer Bombe. Wie mache ich das jetzt? Wow, okay, das war echt... Das war als erwartet, dieser Sprengsatz. Jetzt gucken wir, was hier unten auf uns wartet. So, ein bisschen Quarzit. Passt schon. 3 Stück. So, oh, ist noch eins. Gut, dass ich so jetzt so viele davon dabei habe, ne? Eins brauchen wir doch für die Höhle. Oh, scheiße. Hat mich ein bisschen mit erwischt. Okay, das löst sich auf. Hier ist Science. Robuster Quarzit. Oh, sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen hier nicht Probleme, dass wir irgendwas zerhauen wollen und können es nicht. Ja, wie gesagt, Forschungsstation, wunderbar. Wie ist die Regel? Auch schön. So, das haben wir alles schon. Oh, es gibt eine neue Quest. Herstellen Gasmaske. Ach Mist, hatte ich ja schon mal. Hier können wir da nichts machen, weil wir haben schon genug. Scannen können wir auch nichts. Leider immer noch, dass die Maske ein bisschen sehr überstrahlt hier, der Helm, meine ich. Okay. Ja. Ich habe mal Zeit für die höhere Stufe an Werkzeugen, finde ich, ja. Okay, was ist denn hier? Nochmal ein Sprengsatz. Warte, wie weit geht's denn da noch? Oh! Ich nehme das mal mit. Dann zerstöre ich mal den Stapel, weil ihr es nicht anders verdient habt, ihr Mistviecher. Better than starving, so, erstmal 2 Riegelchen. Don't even need to boil it. Was ist hier los? Alter, ist halt voll die Larvenhöhle hier unten. Ja, kennen wir schon.
Die dummen Larven sind aber auch so garstig. So. Und Nervtöten sind sie leider auch sehr. Jetzt sind hier raus jetzt. Ha. Sind hier völlig woanders gelandet jetzt. Na gut, ich war klar, aber was haben wir jetzt davon? Da unten ist halt nichts gewesen, was wir groß gebrauchen könnten. Da mal ein paar Pomaden aus. Alles klar, es sind keine... Jetzt sind halt schon wieder Viecher hier. Mich verarschen wollen. Na toll, Madenfleisch geht nicht mehr. Schleimpilzstängel überall. So. Ich frage mich ja übrigens, von was das die Larven sind, diese Viecher. Was ist denn? Ich erstmal ein bisschen was von hier. Von dem Billy Hockhappen. Gehen wir nochmal den anderen Weg runter, weil ich brauche wahrscheinlich auch ein bisschen Platz hier. Wird hier wieder was wegwerfen müssen. So, was denn hier? Kann man noch schwimmen gehen? Ah. Oh, was ist denn hier noch alles? Scheiße, ich habe meinen Kiesel nicht dabei, um das so zu schneiden. Blankes Metall. Ach shit, ich habe meinen Kieseldolch nicht dabei. Habe ich? Nee, natürlich nicht. Ach Mist. Geht die Larvenklinge auch unter Umständen? Ey, das ist doch Schmarrn. Jetzt bin ich extra hierher gekommen. Nee. Kann ich denn nicht zerschneiden, weil ich den Gold... Also, ich will den Gold oder mal, ich komme nicht dran. Ah. Na gut, dann hole ich mir schnell die Klinge. Ich schneide das mal eben raus. Und dann bin ich wieder mit dem Dolch. Und jetzt geht's runter ins Wasser. Und jetzt wollen wir uns erstmal den Gold-Alomar. Ich glaube, ich werde aber jetzt immer dieses Messer dabei haben. Alleine schon, es gibt so viele Pfützen, durch die man mal schwimmen kann. Oder kleine, was auch immer. Und da ist dann was drin. Und dann ärgere ich mich nur. Yay, Megamilch. Mula, so heißt dann nicht Alomar. Ja. Ich mal gucken, gibt es da irgendwas für? Oder ich glaube, ich brauche mehr als einen dafür, um was zu skillen. Also wieso nicht? 3 und 2. Also ich werde sowieso erstmal die Stapelgröße erhöhen. Die Rohstoff und die Verbrauchsgegenstände. Und dann erst hole ich mir die Pfeile, weil beide sind gut und schön, aber ich brauche gerade nichts. So, jetzt gehen wir erstmal zurück zum Violetten, denn zum Violetten ging es weiter hier in die Station. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bedarf darauf, den blöden Bombardierkäfer zu töten. Aber euch wird immer weiter auf die Nerven geht. Blöden Milben. Ich habe keine Zeit. Schaff das doch mal. Saufen die? Bestimmt, ja. Stimmt. So. Wolfsspinne töten. Ey, ohne Witz. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja ganz einfach, eine Wolfsspinne zu töten. Aber
Ich wette nicht, drauf, dass es geht. Hier sind noch die kleinen Mistviecher hier. Wollen wir da vielleicht nochmal einen Besuch abstatten da unten? Na komm, wir machen das mal jetzt. Hab eh keine Angst. Geh mal rein jetzt. Geh mal rein, komm. Einfach rein. Alter. Okay, ich gehe wieder. Das ist eine fette Wolfsspinne. Habe ich keine Chance gegen. Lass mal. Das lassen wir einfach mal ganz frech. Weil ablosen werde ich da sowieso, das weiß ich. Choke it down, Pete. Choke it down! So, schön schlucken. Don't even need to boil it. Hat gerade getrunken, ohne zu trinken, sehr gut. Kommen wir da schon irgendwo runter? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sollte ich jetzt schon mal die Gasmaske anziehen, besser ist. Ja, Amazis, ihr haut besser ab. Ihr wisst, was hier los ist, ne? Aber da ist die Sprühflasche. Wieso Punch? Oh, die pennt auch zum Glück. Widerlich. So, da hole ich mir mal so ein bisschen Unkraut demnächst. Vielleicht kann ich auch ganz einfach auf die Sprühflasche hochklettern, das wäre ja fantastisch. Und mit Unkrautstängeln muss ich halt leider die Leitern bauen, die ich jetzt ja schon hier errichten wollte. Oh, was sind hier für Milben unterwegs? Au. Komm, ihr wollt's ja so. So bereitwillig alle in den Tod stürzen. Aber die haben mir nichts abgezogen. Wahrscheinlich auch wegen dem Degen, weil der wieder Lebensenergie zurückgibt. Oh, die Fliege, die mir Sachen klaut, ne? Pilzfliege, die Olle. Ich auch noch was bauen. Wir konnten ja das hier. Wow. Alter. Alter, dummer Marienkäfer. Alter.
Boah, der macht so viel Schaden, ey. Auf den Pilz schießen wir, glaube ich, nicht so viel aus. Alter, ich werde mal schnell abhauen hier. Und geh mir erstmal den Rücksetzpunkt hier holen. Das ist ja nicht normal, was das Vieh abzieht hier. Spät ist es eigentlich, 20 Uhr. Ich könnte auch mal pennen gehen, natürlich. Bin ich ein bisschen mehr geheilt. Habt ihr das schon easy besiegt, diesen blöden Marienkäfer? Aber jetzt gerade? Boah. Und ihr schon wieder. Und ich höre den Raben. Hast du wieder irgendwo eine Feder für mich? So. Oh, Respawn-Punkt setzen und erstmal schlafen. Huff. What? Body mass readout is an acceptable range. The skinfold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Ja, cool, die haben uns einfach mal als Versuchskaninchen benutzt. I was the subject of a nefarious science experiment, but to what end? Orcs are minions of Lurk and Shriek. The quest becomes even more mysterious. Was sagt er immer noch? Ein bisschen bescheuert, Kerl. So, guck mal, da ist der Eingang. Wir gehen jetzt einfach mal straight darüber. Hip-hop. Noch mehr Milben. So. Ein Bombardierkäfer. Oh nein, eine tote Ameise. Oh, meine Gasmaske ist schon ein bisschen verbraucht hier durch den Kampf. Aber macht nichts. Scheiße. Ich habe auch keine Ruhe hier, ne? Ja. Und tap. Und tap. Okay, immer weiter. Laufen wir mal einfach mal durch die Gasmaske ein. Da oben ist wieder ein, wo es ausströmt. Oh nein! Da ist es, oder? Yay, da ist es! Das ist die Bombe. Oh nice, geh mal rein. Komm schnell. Komm Pete, du machst das. Ja. Leute sind endlich im Labor. Hm, da hat aber jemand ganz schön was. What? Why? Alter, 80. Oh no. Ey, das explodiert die ganze Zeit. Traction during Covalent Space Reduction. Also je älter, desto schwieriger wird's, ja? Ich glaube, das sind die Dinger draußen, die einfach nur explodieren. So, was können wir jetzt noch benutzen? Was schmeißen wir weg? Auch die Gasmaske drin nicht, ne? Ne, sehr gut.
Ich sollte aber nicht vergessen, dass ich sie wieder draußen brauche, wenn ich rausgehe. So. Naja, explodier mal weiter. Na, das lebt wohl, Wendell. Wendell, was könnte ich in diesem Brief sagen, was wir über den letzten Jahr nicht worüber wir in den letzten Jahren nicht gestritten haben? Gibt es überhaupt noch etwas zu besprechen? Es bricht mir das Herz, aber wir brauchen eine Veränderung. Es tut mir leid, ich kann die Tränen einfach nicht mehr ertragen, die enttäuschten Gesichter unserer Kinder. Nacht für Nacht, während ich so tue, als würde alles besser werden. Wir ziehen deshalb nach Norden zu meiner Schwester. Ich brauche Zeit, um nachzudenken und zu überlegen, wie es weitergeht. Bitte ruf mich nicht an, ich werde nicht drangehen. Wenn du mit mir darüber sprechen willst, wie es mit uns weitergeht, musst du dich von deiner Arbeit losreißen und herkommen. Ich werde dich immer lieben, Wendell. Und finde es schrecklich, dass es so weit gekommen ist, aber es ist, wie es ist. Bitte pass auf dich auf und vergiss nicht, ab und an etwas Gesundes zu essen. Deine noch nicht Ex-Frau Trudy. Ja, ja, mit der Arbeit verheiratet. Nicht schön. Trudy was right, as always. Perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiments. But if I pack it up now, I will have nothing to show for it. No Trudy and the kids, no Spacer, not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raisining. But why? What am I becoming? A wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Though we only branched on the evolutionary tree a little over a billion years ago, I can feel us getting closer again already. We're all a bunch of fun guys down here, aren't we? Oh, don't look at me like that. At least no one ever heard of a raisined mushroom, did they? Did they? Okay, Rosinenpilz. Alles klar, ich sage jetzt mal nichts dazu. Das ist alles deine Entscheidung, was du hier kreuzen willst. Oder wolltest. Vielleicht ist es ja schon längst zu spät. Dieser Tasty. Jetzt Dosen. Seid ihr getrunken? Sind das Energy Drinks oder was? Alter. Ja, armen Rüsselkäferchen. Die sind so nett und wenn sie infiziert sind, sind sie so scheiße. Gib ihm. Science. Aufklärungsnotizen, Spezialeinheiten. Dr. Reed, externe Spezialeinheiten, 21.12.1989. Wenn ich jemals diesen Schmektor in die Hände kriege, werde ich ihn wie einen trockenen Billyhawk entzwei brechen. Er saß mit dem Kommandanten wegen dieses bescheuerten Org-Projekt monatelang im Nacken. Also, er saß dem Kommandanten, ja. Er war komplett überzeugt, dass es die Zukunft der Kriegsführung sei. Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Kürzeren ziehen konnte, aber am Ende wurde ich als Freiwilliger für eine augenscheinlich ziemlich normale Mission gemeldet. Ein bestehendes Basislager in der Abwurfzone besetzen, Grundlage für die Org-Operation schaffen, einige Schwächlinge in der Wildnis hüten, leichte Aufklärungsarbeit, nichts ausplaudern, keine Kontaktaufnahme.
Recht einfach, wenn sich das Kleingedruckte nicht wie ein Horrorroman lesen würde. Wie dann die Wirklichkeit aussah? Diese Wildnis ist der große feindliche Garten eines gefeuerten Typen, der mit Albtraumraubtieren und verrückten Experimenten gefüllt ist. Deine Basis wird gelegentlich von einem 100-Meter-Kind besucht und keiner der Nerds, mit denen du feststeckst, möchte zusammenarbeiten. Also bist du auf dich allein gestellt. Handfeuerwaffen und leichte Waffen funktionieren nicht in diesem Maßstab. Okay. Also kannst du hoffentlich gut mit Stöcken und Steinen umgehen. Oh, und wenn... Und du wirst auch wie Finger in der Badewanne verschrumpeln. Hier ist dein Einzelfahrschein. Vielen Dank, Ominent. Was, man verschrumpelt hier? Ja gut, die malen ja diese Falten wieder raus, haben sie gesagt, wenn man geschrumpft wird. Man könnte meinen, dass das Fraxhausen genau dort seinen Höhepunkt erreichen würde, aber das bringt uns zu der Situation, in der ich mich derzeit befinde. Ich mache gerade ein Foto von einer seltsamen leuchtenden Patrone, als eine Notabschaltmeldung durch dieses unterirdische Labor hallte. Ich rannte, um da verdammt nochmal rauszukommen und wurde von einer Explosion erfasst, da diese Höhle erschütterte wie ein hungriges Kind, das die Krümel aus einer Tüte Chips schüttelt. Ein dichter Nebel kommt herein und bringt die Armee gruseliger explodierender Käfer mit sich. Sie haben mich nicht bemerkt und dieser Einschluss, in den ich gestoßen wurde, scheint im Moment Atemluft zu haben, aber ich werde den Tag nicht von dem Abend loben. Wenn ich es nicht schaffe, sagt Mama, dass ich sie liebe. Big D, over and out. Ja. Schadensresistenz und Angriffsschaden. Ja, aber ja. Plus Schadensresistenz, minus Angriffsschaden. Scheiße. Ein Auszeichnung des Omnit-Wissenschaftlers, das Zugang zu seiner Abteilung gewährt. Ja, wie gesagt, Angriffsschaden minus und plus Schadensresistenz. Das bringt mir alles nichts. Nee, lass mal. Plasma. So. Nebelpilz ist doch schon kaputt. Nicht lecker aus. Oh, hier geht's ja noch weiter. Ganz viel kleinen elektronischen Leuchten. Das sieht so lustig. Könnte auch eine Weihnachtsbeleuchtung sein hier. Ah. Mich raten, ist natürlich gesperrt. Ominent DC-Fan. Das hier. Ich hab's so gewusst, ne? Ist so gut, dass ich den dabei habe, einfach. Gut, dass überall Spinnen sind. Don't even need to boil it. Ja, so langsam gibt mir das Wasser aus. Oh, jetzt schon. Alter, wie viele Spinnen sind denn hier? Sieht noch ein bisschen anders aus. Hey, haust du ab etwa? Aber echt gut, dass die da sind, sonst hätte ich es nicht geschafft wahrscheinlich. Pflanzen sind ja auch noch. Ihr seid einfach nur kacke und nervig. Wir kommen erstmal hier lang. Er muss dann ja alles unter Wasser liegen. Ich hab mein Schwimmkram nicht dabei. Ich will nicht nochmal zurück jetzt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Birdinger Albtraum hier mit den ganzen komischen, verkringelten Wurzeln. Euer Ernst. Oh cool, von denen kriege ich keinen Sauerstoff. Ja cool, jetzt trinke ich halt hier unten in diesem Scheiß.
Warte, ich gehe nochmal zurück und hol mein Angelzeug. Es macht keinen Sinn jetzt hier. Ich bin wieder da. Und jetzt habe ich alles dabei, was ich brauche, hoffentlich. Denn ich habe meinen Taucherhelm, ich habe meine Flossen dabei. Wobei ich... Ja, ich muss die halt anziehen, die Sachen. Und ich habe mein Speer dabei. Mein Dreizack. Mal sehen, was ihr mir entgegenzusetzen habt, ihr Mistviecher. Jetzt können wir halt auch deutlich länger unter Wasser bleiben. Auch wenn... Ja, ist beschädigt, aber ist mir egal. Komm, ich nehme den Dolch nicht, dass ich die Waffe jetzt verliere. Das wäre echt blöd. Gegen die Wasserflöhe brauche ich sowieso nicht schnell zu sein. Komm, man muss jetzt halt so durch, weil ich nicht mehr mit den anderen Sachen durchschwimmen kann. Weil es keine Spinnen mehr hier gibt. Also meine Sache. Da vorne ist ja noch ein Mega-Milch-Lomar, glaube ich. Sah zumindest so aus. Weg. Aha. Oh, sehr gut. Ich alles mitnehmen. Wasserspinnen. Bock, okay, nee, komm. Brauche ich den Ranz. Kann ich den noch wegwerfen? Ich brauche halt irgendwie alles, ne? Also warte mal, das hier kann man noch stapeln. Vor allem meinen Degen, den schmeiße ich bestimmt nicht weg. Das wäre echt doof. So. Ne, verbrauche ich noch nicht. Was soll ich ihn jetzt wegschmeißen? Mist. Der Ausweis ist halt... war, glaube ich, ganz nett. Ich muss auch die Zeit im Auge behalten von meiner Luft. Geil. Irgendwas muss ich da noch wegschmeißen, jetzt schnell. So. Was bringt denn hier? Oh, eine Spröde. Komm, nee. So, ich muss jetzt erstmal wieder Luft holen und dann gehen wir schnell weiter. Hier unten. Offensichtlich will ja noch einiges entdeckt werden. Hier kann ich ja Luft holen, super. Jetzt sehe ich aber gar nichts mehr. Da brauche ich definitiv meine Kappe. Alter, ist aber auch ein fieses Ding hier unten. Alter, hier ist ja das Rohr und da kann ich einfach rein ins Labor schwimmen. Das Gas, was hier rauskommt, riecht nach Rosenkohl. Oh.
Nur mit deinem Rosenkohl immer. Die Fliegen wollten wohl ein bisschen planschen gehen. It smells like my mom's Russell Sprouts. Nee, Brussels, nicht Russell. Brussels Sprouts. So. Aber hier geht's ja eigentlich, jetzt ziehe ich wieder den Helm auf. Blasenhelm. Ist halt ein bisschen ätzend. Ich habe so viel Zeug, ich kann nichts anderes mitnehmen, außer das mittlerweile. Was tut denn hier? Warum hört sich das so nah an, bitte? Der ist direkt neben mir und explodiert. Meine Güte, endlich haben wir es rausgeschafft. So. Gasmaske, kann ich die eigentlich... Komm, ich verschrotte die mal, oder? Level 5 nämlich schon. Ne, komm, ich verschrotze nicht. Das wäre Quatsch. Aber wir haben eine Fackel hier. Mushrooms seem to be going well. Mutations are volatile but productive. The shift from phase 1 to 2 was almost a blur. There might be a reason it seemed like a blur, if I may be so bold. Well, who asked you, Burgle? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping through the intercoms? Huh? Now, where was I? Oh, yes! My friends, Marasmius aureatus here. The answer is hiding in that moist, supple flesh. And once I have it, I'll be back to normal Wendell in no time. Just like it was before this all fell apart. I'll walk into that presentation room and show those ominent schmucks I belong. How do you like that, Director Schmechter? Trudy and the kids will come back. Everything will be back to normal. I just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me. Forgive me, Dr. Tatoli. Did you say you wanted mushrooms on that? Er tut mir halt voll leid, ne? Der ist so in seiner Arbeit versunken und wurde so verarscht. Oh Gott. Pilze kann man eigentlich haben. 20 wahrscheinlich. Aber da sind gar keine rausgekommen aus dem Nebelpilz, das ich gezackt hatte. Zielscheibe, ja. Na toll. Ah, ich weiß, wo das ist, natürlich. Machen wir die Dinger mal aus. So, und schon sind wir voll. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo eine Werkbank, wo wir den Kram noch verbauen können, so ein bisschen. So. Packen wir mal so lang aus.
Alter, sieht immer so farbenfroh aus. Oh, da explosiv. Die Mutation in Phase 3 schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die ich nicht einmal ansatzweise beziffern kann. Und ich habe mittlerweile auch die örtliche Fauna befallen. Ich kann mein Bedauern kaum in Worte fassen, dass ich für diese armen Wesen empfinde, die zu gefräßigen und explodierenden Monstern mutiert sind. Alle Versuche, die Veränderungen in den seltsamen Sporen oder Kreaturen umzukehren oder zu verlangsamen, waren erfolglos. Ich habe Burgle gebeten, alles im Auge zu behalten und Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit des Labors zu gewährleisten. So schrecklich die Situation auch sein mag, ich bin mir mittlerweile sicher, dass Rohwissenschaft ein Katalysator für Wachstum und Veränderung ist. Wow, so ist das Science. Lässt wachsen, okay. Komm nur her. Alter. Ach du Scheiße. Was war das? Diese scheiß Mildenpelze, egal, komm. So. Marienthal. Ey, das ist doch hier unglaublich. Erstmal die ganzen Sporen um, dass mir das Geplatze nicht mehr die ganze Zeit Angst macht. Ich höre ja die ganze Zeit aber noch Viecher. Da. Was sind die denn? Nice and clean. Nice and clean! Wo sind sie? Nein, ich will nicht den Kopf, warte. Also vielleicht mal die Rüstung wieder zu reparieren. Deren Leder. War klar. Wusste ich auch. Der Superchip oder sind noch mehr Milben? Aber wir haben es gleich schon geschafft. Das Labor ist dann sauber soweit. Dann brauchen wir nur noch was, um den Kaugummi einzusammeln. Oh Gott. Bye bye. Immer noch nicht. Brocken hier. On tape. This has gone poorly. Very, very poorly. The essence of failure, the pinnacle of its craft. Local fauna? Berserk! Mushrooms?
exploding. My condition, like a baby toe after a long bath. Burgle, are you there? Is this a test? Yes, Burgle, it's a test. Now listen carefully. I'm abandoning this facility immediately. Initiate the Blazed Earth Protocol. But Dr. Tully, simulations indicate a 95.283% probability of catastrophic failure. I assure you, the percentages are much higher than that. Now do it. Beep, beep, boop, beep, 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 boop. Why did you make fake beeping sounds? You said this was a test. I was being sarcastic. Complete the lab lockdown, blast the canister per protocol, and meet me in the Black Ant Lab. Oh, das Schwarzameisenlabor, das wird bestimmt heftig, Leute. Yeah, der Superchip Nebel. Haben wir da was? Würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu Burgle. Ach man, das ist so schade, dass ich hier alles liegen lassen muss, aber. Was kann ich denn da lassen? Och. Where's Och. My mom's Brussels sprouts? Die ganzen Milben-Scheiß mit. So, vielleicht brauche ich die ja nochmal. Na gut, dann sind wir uns gleich wieder bei meinem Lager, würde ich sagen. So, ich bin wieder in meinem Lager, in meinem wunderschönen kleinen Lager. Hier mitten in Frankfurt. warte mal, ich hab meine Waffen mal ein bisschen verbessert und meine Werkzeuge. So, ich habe nämlich alles jetzt aufgebraucht, was ich hatte. Aber auch den, endlich mal den Zweihandschläger ein bisschen verbessert. Warte mal, den Dreizack lasse ich da, den brauche ich jetzt nicht wirklich, aber das Messer nehme ich mit. Und die Tauchglocke, die Flossen lasse ich auch da. Aber warte mal. Dreizack kommt da rein und der Rest kommt hier oben hin. Die Flossen. So. Das sieht jetzt einzeln halt so ein bisschen doof aus, aber was soll's. So, und da baue ich mir mal ein paar Sachen. Hier. Nee, gibt's hier leider nicht. Pilze gibt's hier ganz viele. Uiuiui, Leute, mir graut so ein bisschen vom Schwarzameisenlabor. Hört sich nämlich schon so ein bisschen extra fies an. Aber das Gute ist, da kriege ich dann endlich neue Teile. Mal forschen. Den Kram mal aus. So, ich habe wieder eine Menge zum Rausschneiden, weil ich ewig hier hergerannt bin. Mal gucken, was ich da mache. Aber erstmal kennen aber nichts. Neue Aufgaben müssten wir haben. Eine neue Aufgabe, beziehungsweise. Und zwar töte Bienen. 625 gibt es. So, da kann ich nur die Pfeilstapelgröße. Was kann ich mir kaufen für die 4000? Ich gehe erstmal zu Burgle, gibt es ab. Den Chip. Good morning. How can I help you today? Ich habe einen super Chip. Survival Scout Training has proven Box. Me wrong. You continue to live. Hand over the super chip and let us hope for the best. One more time. Processing. Processing. The Haze Super Chip. Yay. Dr. Tully tried deciphering the ageless properties of mushrooms. Disaster struck before he was able to finish. All of these great memories are coming back. Well, well, well. Some good news. A piece to the Ambigan cocktail recipe is now restored. But not all of it, unfortunately. And I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? Meine Eltern lassen mich keinen Kaffee trinken. Coffee. Ah, that is it. It is Trudy's coffee maker. Though I cannot say I have any idea how this fits into the equation. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more super chip to go. Nur einer noch. Okay, ich hatte wieder einen Traum. Ah, more of your fragmented memories. Let us stack them together like the ingredients of a burger. They are a common side effect of the shrinking process. The memories, that is, not the burger metaphors, which are simply how I am programmed to understand the world. Ja, deswegen hat er auch diese Spachtel, ne, und alles.
Ich wurde in einer Ominent-Einrichtung geschrumpft. Aha! That confirms it! There are two spacers, just as Dr. Tully surmised. One in the yard and one at Ominent. He had a hunch that they continued his work on the spacer after he stopped working for them. It all computes! I do not believe these are just dreams. These are surely your memories. But perhaps they only return to you as dreams. So, Ominent shrunk you, and now you are here. I am pretty sure you are not an Ominent secret agent. I was JKing. That was a test. You passed. JKing. So if you are not an Ominent agent, why would they be shrinking children? Surely I have no idea. Yet another puzzle for us to solve. On the plus side, your memories must be slowly returning. If you have another dream, please come again. Wissenschaftler haben Experimente an mir durchgeführt, als ich noch klein war. If they were following the Ominent Practical Science Manual, it is likely they were documenting side effects of the shrinking process, of which there are a few. Short-term memory loss, constipation, dehydration, among other minor ailments. But as for the long-term side effects, nothing to worry about, my friend. You are looking fresher than a non-frozen meat patty. Ha 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 ha! Haha, etwas über Projekt Ork? Project Ork? That is certainly not something that Dr. Tully ever discussed with me. Ominent requires its scientists to use code names for their projects. Eventually, the marketing department gets involved to spice it up. I heard one scientist just used American state names in chronological order. Laughing out loud! What a magnificent scheme! But I digress. Whatever Project Ork is, the name does not sound good. How can I help you today? Have an expert. Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal, was es für ein Rezept gibt. Und zwar, geschützt Kiesel. Ein stationäres Geschütz, das bedient werden muss. Schießt Kiesel mit hoher Geschwindigkeit, um Feinde zu zerstören. Fügt Kreaturen zusätzlichen Schaden zu, die an Verteidigungsaktionen beteiligt sind. Tagtraum, aha. Kochbuch Nebel. Köstlicher Burger aus gebratener Spinne, selten genug, um als vollwertige Mahlzeit zu gelten. Kritische Trefferchance. Und hier Pilzpacho, eine... Was? Schaumige Mischung aus Pilzgewächsen, proppevoll mit Nährstoffen und eine vollwertige Mahlzeit. Federdächer. Dafür habe ich leider viel zu wenige Federn. Eissporn, schadet Mutation vor, die Fallschaden senkt, auch nicht gut. Hecke. Kritische Trefferchance, ist auch nicht schlecht, wie gesagt. Auch Latentverbesserung, Fress. Bombenrezept. Haftet am ersten Aufprallpunkt, Kochbuch Teich. Schwimmgeschwindigkeit, Tauchanfänger, Schwimmgeschwindigkeit. Was haben wir noch? Gebogene Basen. Schwimmendes Fundament. Das ist ziemlich geil. Es gibt so viel, ich kann mir das gar nicht alles leisten. Okay, was? Fortgeschrittene Produktionsgebäude. Oh! Alter! Verbessert Dinge, indem du sie backst. Eine dicke Paste aus Zacken, Pilzzeilen und Pilzziegel. Ja, aber hallo. Aber hallo. Und Geschützkiesel, den war auch noch. Oh Leute, wie geil, jetzt werde ich Spinnen abballern, ich sag's euch. Und ich brauche ganz viele Kiesel jetzt. Aber ich würde sagen, das heben wir für nächstes Mal auf, denn der Part ist hier leider schon viel zu lang. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, wie es weitergeht. Danke fürs Liken und Kommentieren und ja, wir sehen uns wieder zu Grounded. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.